Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für aus MTG. Schwätz mal haut, nein, ich wird nicht, gleich gehen wir mal geschwart über die Konditionen, die als mich Stecker bestehen. Wir sehen mal haut eben ein if mit mich schwan, die ich muss treffen. Ja. Das nennen wir dann auf Französisch imbriqué, ja. Verschachtelt. Und guck mal ein bisschen, rum am NSD, das muss so drum, was das einfasst. Also eine Kondition, ein if, auf passt das if-Struktur. Ja. Klammern. Band dran, managen eine Speed-Kondition für ein Schwarz treffen. Das ist hier immer drei streng, wenn man so will. Das sind drei Möglichkeiten. Ja, das heißt, das ist eine Doppel-Alternativ. Am Java gibt das so ausgesehen. Aufgepasst, man hat immer die geschweifte Klammer, da hat er kein Problem. Das ja, halt gesagt, spielt dann doch das eine gewisse Rolle für die, also für das Lesepaket. Ne? Ja. Spielt keine Rolle für den Rest, mit das Lesepaket, in der du so möchtest. Voilà, das Struktogramm kenne ich am Java so eine Struktur. Selbstverständlich gibt es ein bisschen mehr der Möglichkeiten. Wenn ich die Kondition auf den anderen Teil, das ist von der ersten Kondition falsch ist, dann teste ich direkt die Kondition 2. Als auch dann mit drei Blick. Mit den Klammern geht das ziemlich einfach. Ich kann auch so machen, das gibt ja drei Alternativen, das ist drei Konditionen mit vier Blick. Ja. Okay. Und ich kann das so beliebig verschachteln. Ja. Nicht ballonmäntlich, aber nicht weit. Ja, so ab 3-4 fängt du wirklich an, diese ja. zu gehen. Kann 4 kommen, aber da muss ich aber ganz gut aufpassen, was ich schreibe. Aber meistens kann ich das Programm so gestalten, dass ich nicht so viel verschachteln muss. Ne? Nehmen Sie sich da nicht anstrengen. Ne? Ja. Bis zu 4 Konditionen kann 4 kommen. Ja. Ich gibt die Schüler gerne gesehen, dass du da ansehen möchtest. Das ist mir schwer. Voilà. Okay. Looking aber. Ein kleines Problem, das beim Java auftaucht, das ist ein pures Java-Problem, den aber auch bei anderen Programmiersprachen kriegt, muss ich eigentlich darüber gestoßen gehen, dass ich den Fehler zwar nicht möchte. Schon dieses Struktogramm, zwei Alternativen, aber nur mal zwei Strahlen. Wenn nichts 0 ist, an die 0 ist und ich spiele 0, sonst ist und ich spiele 5, davor geht es nicht für den nächsten Strang. Am Java gebe ich das so schreiben: x gleich 0, y gleich 0, dann p 0, als p gleich 5. Schon kein als. Beim echten X gleich 0. D'accord? Im Top. Ich kann einen zweiten Struktogramm schaffen, das bald selber. Das ist die zweite Alternative, das geht hier vor. Schreibe ich das am Java, P gleich 0, dann mache ich mein als, der Rechner stand beim echten If, der steht ja schon innen drin vom echten If, von der Gutmann. Ja, muss man gucken, ja, der als steht halb Minute längs. Ja. Voilà, paar Pausen. Voilà, tip top. Ich gebe überhaupt so verordnet, das Tor geht nicht. Nee. Am Java, wenn ich das programmieren, kann ich keinen Fehler melden, aber mein Programm ist nicht identisch. Das ist sogar noch 100% identisch. Es geht nicht wie ich meine. Das ist die zweite Seite, nicht das selbe wie die linke Seite. Die Indentation spielt keine Rolle für das Programm. Ja. Okay. Wir meinen die Indentation, für das wir können lesen, aber der Java-Compiler interessiert sich nicht. Für das tun aber noch richtig hinzukriegen. Wertfrage von denen zwei als Strukturum der richtigen, das ist der nächste. Der CD-Code, den wir da geschrieben haben, der Java-Code aus dem ersten Strukturum der richtigen. D'accord? Denn als gehört immer zum if, den am nutzen. Nutzen ja. Wollen wir aber den zweiten Strukturum aber will programmieren? Ja. Das ist möglich, dass das vier könnte. Da muss ich Klammern machen. D'accord? Ja, du hast da offensichtlich. Dafür hast du Rotschläge. Macht immer Klammern. Da kriegt er nie Probleme. Das ist von der Philosophie, wo man das immer so hat. Macht immer Klammern, macht immer ein Als, auch wenn Klammern idle bleiben, da kriegt er keine Schwierigkeiten mit so Sachen, wie es da steht. Ja. D'accord? Mehr als es nicht, bei Umfang zu sagen. Ja, da haben wir die anderen Schwierigkeiten, da gehen sich dann erst mal Rhythmus. Ja. Ne? Und dann sind noch bei ein paar Parts im Allgemeinen if am Briquet. Passt auf, nicht dass der Banden eine Kondition hat, die nie wohl kann sein, weil der dich schon viel getestet hat, so Geschichten. Ja, oder Sachen test, die schon getestet haben, für mich heisst. Voilà. Das ist die Sache von Erfahrung, an ein bisschen logisch überlegen. Ja, das schmengend, eng von den Hauptschwierigkeiten in der Programmation bleibt wahrscheinlich rein. Ne? Und da sind die Imbrikieren richtig schick. Okay, das war es zu dieser Lektion. Merci für die Nullleistung, bis nächstes Jahr.